Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Samstag, es gibt News, hier sind sie. Viel Spaß. Ja, hallo, wie schon angekündigt, gibt's die News heute am Wochenende, erst am Samstag. Ich war die letzte Woche noch unterwegs auf meiner Lieblingsinsel Texel im Norden Hollands oder Niederlande. Sehr, sehr schöne Insel, kann ich nur empfehlen, auch wenn das Wetter diesmal nicht so optimal war. Es ist ein bisschen verregnet, aber nichtsdestotrotz kann man da wunderbar sich erholen. Ja, seit einer Woche läuft die Bibel-Oster-Auktion. Noch bis morgen Abend um 20 Uhr könnt ihr dabei sein und auf verschiedenste Brettspiele bieten. Da sind doch ein paar ganz nette Bundles dabei. Schaut doch gerne mal rein. Link in den Shownotes. Und dann gab es am letzten Wochenende den Brettspielmechanismus Deduktion. Morgen werde ich einen weiteren veröffentlichen. Da habe ich mir auch noch keine Gedanken zugemacht. Das passiert dann heute im Laufe des Tages. Ja, die letzte Woche war auch ein Stück weit dadurch geprägt, dass wir jetzt den letzten Beitrag des Buches fertiggestellt haben. Das heißt, alle 75 Beiträge sind nun in der Produktion. Die ersten sind halt auch schon digital sichtbar. In der Produktion heißt, dass jetzt das Ganze gesetzt wird. Dann werden den Autoren und den Autorinnen die Beiträge nochmal vorgestellt, sodass nochmal die letzten Kleinigkeiten angepasst werden. Und dann geht das Ganze halt auch erstmal in die digitale Veröffentlichung, und bis das Ganze gedruckt wird, wird mit Sicherheit noch Mai werden. Aber wir freuen uns auf das Handbuch-Brettspiel, wenn wir es dann endlich in den Händen halten werden. Ja, also das hat mich auch letzte Woche noch ein Stück weit in meinem Urlaub beschäftigt. Das ist jetzt gar nicht Gegenstand dieser Folge. Da werde ich nochmal mit dem Jürgen sicherlich eine Sonderfolge machen, wo wir ja über das Buch sprechen und über das, was da die letzten zwei Jahre so gelaufen ist. In den News. Für die BerlinCon ist die Prototypen Gallery bzw. die Artist Alley jetzt gestartet. Das heißt, dort können sich angehende Autoren oder auch schon feste Autoren Tische mieten, um ihre Prototypen dann im Rahmen der BerlinCon ausprobieren und testen zu lassen. Dann gibt es eine Kooperation zwischen Capstone Games und Spielworks. Capstone Games übernimmt exklusiv den Vertrieb für Spielworks-Spiele in Nordamerika. Ist sicherlich auch ganz gut, dass somit dann eventuell auch Auflagenhöhen etwas größer werden könnten. Drei Magier-Spiele feiert ein besonderes Jubiläum. 2,5 Millionen Kakerlaken-Spiele wurden jetzt verkauft. Also die haben ja verschiedene Reihen, wo das Thema Kakerlaken eben halt immer, wie Kakerlaken-Poker etc., thematisch umgesetzt ist. Meistens kleine Kartenspiele, und jetzt sind 2,5 Millionen davon verkauft worden. Digital umgesetzt ist das Spiel Mandala, was ich auch im Urlaub mit dabei hatte, hat mir sehr gut gefallen. Könnt ihr jetzt auf Board Game Arena ausprobieren. Meine Stimme hat doch ein bisschen unter dem nassen Wetter gelitten. Aktuell finden die Frosted Games Days statt, hat gestern schon gestartet, kann man sich auch noch in der Aufzeichnung ansehen. Heute Nachmittag geht es weiter und morgen auch nochmal. Es wird über Neuheiten aus dem Verlag gesprochen, Ankündigungen, die dann demnächst anstehen werden. Wer da reingucken mag, kann das gerne tun. Unter anderem auch ein neues Logo, was Frosted Games jetzt bekannt gegeben hat. Es ist nicht mehr die Brettspielschachtel, sondern der reine Guss, der aus der Brettspielschachtel raustropft, um es mal so auszudrücken. Die Spieldoch startet in Dortmund Ende April, zumindest schon mal der Hinweis, 26. bis 28.04. in Dortmund, und ich werde sehr wahrscheinlich am Samstag vor Ort sein. Crowdfunding, ostergemäß ein bisschen ruhiger. In der Spiele-Schmiede ist Friedrich Ebert an den Start gegangen. Ein Kartenspiel von Ostia Games mit 220 Karten, wo wir das ganze Thema der Anfänge der Demokratie in Deutschland ein Stück weit nachspielen können. Bin sehr gespannt drauf. Nach Weimar scheint es auch wieder ein sehr thematisches Spiel zu sein, was unter anderem halt auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützt worden ist.
Ebenfalls nicht eine Spieloffensive, sondern auf Kickstarter ist Nertanjai Collapsing World unterwegs, was auch auf Deutsch herauskommen wird. Und letztes Mal hatte ich schon Eau Chemin vorgestellt, dieses Flusstransportspiel, was ein japanischer Verlag herausbringen wird. Das ist jetzt auf Kickstarter gestartet, allerdings nicht ganz so günstig, inklusive Transport und Steuern verdoppelt sich dann der Preis von 37 Euro auf über 60. Dann fängt schon an, so ein bisschen schmerzgrenzhaft zu werden. Das Spiel soll im September fertig sein. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Verlag in Essen dabei sein wird. Vielleicht muss man da nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, und dann sind wir schon im Ticker. Wie gesagt, in der Osterwoche alles ein bisschen ruhiger. Der Ticker ist heute auch etwas kleiner, aber freut euch trotzdem drauf. Da sind ein paar nette Spiele dabei. Ja, beim letzten Mal hatte ich die Folge schon abgedreht. Da kam dann am Freitagmorgen oder am Donnerstagabend noch die Nachricht von Check Games Edition. Will ich euch dann hier nicht vorenthalten. Das Spiel Seti wird die große Herbstneuheit sein. Und wir begeben uns auf Erkundungstouren nach Planeten und ihren Monden. Und je nachdem, wie wir in diesem kartenbasierten Spiel uns diesen Trabanten nähern, können wir entweder auf der Oberfläche verschiedene Proben einsammeln, um die Ressourcen zu untersuchen, oder aber in der Umrundung des Planeten bestimmte Erkundungen durchzuführen. Ist auf jeden Fall wieder ein sehr schönes, auch grafisch schön gestaltetes Spiel. Heidelberg Games hat Snatch It von Christoph Konrad angekündigt. Ein Schnappspiel, Kartenspiel, was ich schon ausprobieren konnte beim Christoph. Hier geht es darum, den frischen Nahrung zuzuführen. Das Ganze ist schon sehr interaktiv und kann mitunter auch ein bisschen gemein ablaufen. Asmodee hat für seine Star Wars Unlimited Kartenspielreihe jetzt mit Schatten der Galaxie das zweite Set angekündigt, was jetzt demnächst veröffentlicht werden soll. Und Buzz and Stop ist vom japanischen Autor Sashi angekündigt. Ein Kartenspiel, wo wir als Busfahrende unterwegs sind, um verschiedene Passagiere einzusammeln und diese an bestimmte Ziele zu transportieren. Geek Attitude Games hat ein recht opulentes Spiel angekündigt, nämlich Babylon. Ein Spiel, wo wir ja die Geschichte der hängenden Gärten von Babylon nachbauen. Als Beauftragter hat Nebukadnezar II. Für seine Gemahlin mit Amitis verschiedene Architekten einberufen, die nun sich an diesen Gärten verlustieren sozusagen, austoben dürfen. Da geht es um Ressourcen, die man bereitstellen muss, die Pläne, die dann eben geschaffen werden müssen, um eben halt dieses Bauwerk möglichst opulent halt auch zu vollenden. Dementsprechend ist das Spiel auch ein Stück weit ein physischer Hingucker, wie man hier in den Bildern sehen kann. Rome Fate of an Empire ist von Joe Klippel ein Spiel, was Race Arcana und Mage Knights ein Stück weit mischen soll und er demnächst neu bereitstellt. En Route ist von Crowd Games ein Spiel, wo wir uns ja auf verschiedene Reisen begeben, um Wahrzeichen verschiedener Städte zu besuchen. Das Ganze im Rahmen eines Flip-and-Ride-Spiels, was über 10 Runden ausgetragen wird, wo der aktive Spieler eine Karte aussucht und zwei Spielende eben halt eine Karte zur Auswahl geben und dann müssen eben halt bestimmte Sachen eingetragen werden auf Basis der Auswahl. Ja, das die Kickstarter-Kampagne von Cascadia Rolling Hills und Rivers ist gerade zu Ende gegangen. Da kann Cosmos jetzt auch die deutsche Auflage ankündigen, die uns im Herbst begegnen wird. Also die Vermutung lag ja nahe, dass Cosmos oder die beiden Spiele sich nicht entgehen lassen wird. Dem ist also so. Und wir werden im Herbst dann beide Neuheiten auch genießen können. Rise of the Wasteland ist ein Spiel, in einem apokalyptischen Szenario. Ein großer Meteoritenschauer ist auf die Erde niedergegangen, hat leider einen Großteil der Menschen unter sich begraben, eben halt auch ganz viele Städte. Und es gibt ein paar Überlebende, die sich anmachen, eine jeweils neue Gesellschaften zu gründen, aber eben halt in den Wettkampf treten,
um verschiedene Ressourcen, die ihnen halt nur begrenzt zur Verfügung stehen. Und so geht man jetzt in die Bereiche, die durch die Meteoritenschauer noch viel stärker halt in Mitleidenschaft gezogen worden sind, und erhofft sich dort, ja, auf an Ressourcen heranzukommen, um die eigene Zivilisation weiter aufrechtzuerhalten. Fury of Gods ist ein Spiel in einer fantastischen thematischen Welt, was neu eben halt auch auf uns zukommt. Und dann haben wir noch eine, ja, schon Kickstarter-Ankündigung mit Parish von Borderia. Ein kooperatives Spiel, bei dem wir verschiedene Gemüsesorten einsammeln müssen, um eben halt, ja, unsere Tiere zu beglücken, da auf die ein Stück weit auch aufzupassen. Das Ganze mit 2 bis 8 Spielenden spielbar. Ja, und dann ein etwas größeres Projekt von North Star Games, was ich jetzt zum Abschluss des heutigen Newsblocks hier noch haben will, ist Nature. Nature wird am Anfang ein Basisspiel haben mit 5 Modulen, und es soll dann zukünftig 1 bis 2 Module pro Jahr herauskommen. Es soll Stoff bis zum Jahr 2030 geben, wo wir so nach und nach ein Ökosystem aufbauen, schauen, dass eben halt die Lebewesen, die wir, ja, heranzüchten, nicht von größeren gefressen werden, mit verschiedenen Eigenschaften versehen werden, und ja, wie gesagt, das Ganze eben halt in unterschiedlichen modularen Zusammensetzungen spielbar, entweder nur mit dem Basisspiel, oder man fügt dann 1 bis 3 Module hinzu, um eben halt das Basisspiel ein Stück weit anzureichern und eben halt mit der Zukunftsaussicht, ja, dass pro Jahr dann weitere Module dazukommen sollen, um das Spielvergnügen möglichst groß werden zu lassen. So, das waren die News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Abo für den Kanal. Morgen geht's mit dem Brettspielmechanismus weiter, und dann, ja, nächste Woche sind dann die Highlights des Frühjahrs dran. Ich habe mir die Frühjahrsfamilienspiele und Kenner- und Expertenspiele angeschaut, habe nochmal zusammengelistet, was ich dort sehe, was hier besonders beachtsam ist. Mittlerweile ist der größte Teil auch schon da. Der ein oder andere Verlag hat noch ein paar Lieferschwierigkeiten, wie ja schon angedeutet worden ist, aufgrund der Umschiffung Afrikas. Aber der größte Teil ist jetzt eigentlich schon da und kann jetzt in Ruhe ausprobiert werden. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis in den Juni hinein, bis dann die Ankündigungen für das Spiel des Jahres verkündet werden. Wir werden uns hier bei der Brettspielbox natürlich auch wieder zusammensetzen und irgendwann im Mai, ja, ich sag mal, unsere Top-Listen rausbringen. Aber damit ihr schon mal ein erstes Gefühl habt, was so an Besonderheiten für Familie und Kenner-Expertenspiel draußen ist, werde ich nächste Woche 2 Videos dazu veröffentlichen, um, ja, euch da ein Stück weit mit zu begleiten. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Wie gesagt, schaut bei der Bibel-Osterauktion noch rein, geht noch bis morgen Abend, und macht's gut. Bis dann, euer Christoph. Tschüss.